Heute ist ein historischer Tag für die Hansestadt Stralsund. Wir haben soeben die Werft, die Stralsunder Volkswerft, in das Eigentum der Hansestadt Stralsund überführt mit allen Inhalten, die vor Ort sind. Ich bin sehr dankbar, dass die Bürgerschaft fast einstimmig mir das Vertrauen gegeben hat und 16,5 Millionen Euro dafür bereitgestellt hat. Wir wollen in Zukunft viele Unternehmen hier am Standort ansiedeln für die maritime Industrie, für Offshore, allerdings auch für Schiffe und für viele andere Themen. Wir wollen nicht mehr abhängig sein von einzelnen Themen, von einzelnen Produkten, sondern wir wollen dauerhaft sichere Arbeitsplätze. Das ist das Ziel und das ist heute ein Tag, worüber sich Stralsund freuen kann.